Sie sind hier, 19. August 2018, 17.25 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Maximilian Kiefer hat in Göteborg den dritten Platz belegt. Urheberrecht Getty Images. Bei der Europa-Tour in Göteborg gelingt Maximilian Kiefer sein bestes Ergebnis in diesem Jahr. Den Sieg muss sich der Engländer Paul Waring im Stechen erspielen. Maximilian Kiefer hat auf der Europa-Tour in Göteborg das beste Resultat seines Golfjahres erzielt. Der 28-Jährige aus Düsseldorf beendete das mit 1,5 Millionen Euro dotierte Turnier mit 267 Schlägen auf dem dritten Platz. Nach der 66 am Samstag brillierte Kiefer mit 65 Schlägen auch auf der Schlussrunde. Auf Bahn 12 des Par-70-Kurses gelang ihm sogar ein Igel. Der frühere Weltranglistenerste Martin Keimer fiel am Wochenende mit zwei schwachen Auftritten, 75 und 73 Schläge, auf Platz 61 zurück, den er sich unter anderem mit Sebastian Heisele aus München insgesamt 282 Schläge teilte. Waring gewinnt im Stechen. Den Sieg in Göteborg sicherte sich der Engländer Paul Waring im Stechen gegen Thomas Eiken aus Südafrika. Beide hatten nach der vierten Runde einen Schlagvorsprung auf Kiefer, der dennoch hochzufrieden sein durfte. Schon 2015 hatte er beim Nordea Masters Platz 3 belegt. Besser war Kiefer auf der Europa-Tour nur 2013 als Zweiter der Open der Esplanade von Sportinformationsdienst.